Freunde des Rechtsstaats und der Demokratie, liebe Freundinnen der Freiheit, zunächst mal, ich werde mich etwas kürzer fassen und versuchen, uns hier vor dem Regen rauszubringen. Als allererstes wollte ich für die sehr geile Musik während unseres Umzugs hier danken. Von Edward Snowden, was tatsächlich die Praktiken der Geheimdienste in diesem Land sind. Offensichtlich völkerrechtswidrige Praktiken. Und Edward Snowden, ein 29-Jähriger, hat nicht etwa Uran geschmuggelt oder einen Anschlag begangen, er hat keine Menschen verletzt, niemanden getötet. Er hat erzählt, was ist. Und darüber ist er zur meistgesuchten Person auf dem Planeten geworden. Das ist ein Skandal, liebe Freundinnen und Freunde. Und es ist eine Schande, dass die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, eines Landes, das in den letzten, im letzten Jahrhundert zwei schlimme, mit Überwachungen durchaus zusammenhängende Diktaturen erlebt hat, dass die es nicht geschafft hat, sich zu diesem Skandal adäquat zu verhalten. Und das verurteilen wir auch scharf. Aber es ist konsequent, weil diese Bundeskanzlerin hat sich nicht entblödet, in der letzten Woche angesichts von Prism und Tempora nochmal die Vorratsdatenspeicherung zu fordern. Die anlasslose, massenhafte, dauerhafte Überwachung unserer Bewegungs- und Verkehrsdaten. Und das zeigt, wer in den Brunnen von Tempora und Prism guckt und dann die Vorratsdatenspeicherung fordert, der praktisch die Legalisierung von Prism und Tempora fordert, der hat nichts, aber auch gar nichts verstanden. Wir befinden uns auf einer Slippery Slope, ja, auf einer Rutschbahn, die in den Abgrund geht. Und Snowden hat uns gezeigt, wie weit wir auf dieser Rutschbahn schon sind. Und Er war nicht der Erste, das ist richtig. Es gibt andere, die es waren, aber er war jemand, der ganz viel dazu beigetragen hat. Und wir sind kurz davor auf dem Weg, viele haben es hier beschrieben, in eine gelenkte Demokratie, in einen präventiven Staat, in einen Präventivstaat, in das, ich nenne es mal, das chinesische Modell. Und deswegen ist es wichtig, dass wir von heute hier raustragen, dass es in unserer Demokratie Feinde, Feindinnen und Feinde der Freiheit gibt und die müssen wir demokratisch bekämpfen. Und die Diskussion, liebe Freundinnen und Freunde, die Diskussion, die wir jetzt führen, sie muss ein Wendepunkt sein. Ein Wendepunkt in der immer weitergehenden Verschärfung der Sicherheitspolitik. Und da sage ich auch nochmal im Hinblick auf den Kollegen Meyer-Sönsen vorhin, da dürfen wir nicht gegeneinander sein, sondern die Menschen, die die Freiheit verteidigen, die müssen miteinander kämpfen. Wir müssen, alle NGOs müssen miteinander streiten, alle, die in NGOs arbeiten, alle, die sich in Parteien, die sich darin einig sind, zusammenarbeiten, müssen das gemeinsam machen. Ob man eine Zeitung oder einen Blog schreibt, wir müssen gemeinsam die Freiheit gegen die Feinde verteidigen, liebe Freundinnen und Freunde. Und das bedeutet, dass wir die Menschen überzeugen und die, die jetzt so eine Egalhaltung haben, dass wir die überzeugen, mit denen reden und denen, die nicht jeden Tag 3 Stunden Politik machen, erläutern, was eigentlich die Gefährdungslage ist. Vieles Gute ist dazu gesagt worden. Ich sage euch, liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen Mehrheiten gewinnen. Am 22. September ist Bundestagswahl. Wir müssen Gesetze machen, der Verfassungsschutz muss eingegrenzt werden. Wir müssen die Gesetze verschärfen und wir müssen klagen, da wo es geht, für unsere Freiheitsrechte, gegen die Feindinnen und Feinde der Freiheit, liebe Freundinnen.